Viele Leute haben das Problem, dass die die Beta nicht starten können, obwohl sie das Spiel vorbestellt haben. Und ich zeige dir heute einmal auf der PS5 und einmal auf der Xbox, wie das genau funktioniert. Und für alle, die kein Geld ausgeben wollen, aber trotzdem mal die Beta zocken wollen, zeige ich heute mal eine Idee oder eine Lösung, wie man es machen könnte. Also so gesehen könnte jeder von euch da draußen die Beta kostenlos zocken. Und die beiden sagen, zeige ich dir gleich, könnt auch gerne auf die Kapitel unten achten, dann könnt ihr direkt dahin skippen zu dem Thema, was euch interessiert. Aber vorher geht nochmal ein saftiger Kuss raus hier an den Ares schon wieder, Junge, Digga. Er haut nochmal wieder 23 Euro raus, mit bezahlten Gebühren auch wieder. 75 ist eine schöne runde Zahl eigentlich, jetzt passt das. Ja, da hast du recht, das ist wirklich eine gerade Zahl, Digga. Sehr, sehr nice. Ja, ich hab schon gesehen, uns schon wieder hier auf, ach Digga, 85 erhöht, Junge. Bruder. Digga, vielen, vielen Dank mal für deinen heftigen Support und jetzt schon wieder hier mit den 23er dabei. Vielen, vielen Dank, Mann. Weiß ich echt zu schätzen. Moin Leute, was geht? Willkommen zum neuen Solarcrown-Video hier. Ganz kurz, knappes Video, wenn ich es hinkriege. Ihr habt jetzt schon so oft in den Kommentaren gelesen oder bei Instagram, die mir geschrieben haben, ey, ich habe das aber vorbestellt für 90 Euro. Ich kann aber die Beta gar nicht spielen, ich komme nicht ins Spiel rein, es öffnet sich nicht, da steht immer, ich bin zu früh oder was auch immer. Und in meinem letzten Gameplay-Video, was jetzt gestern gekommen ist, könnt ihr euch ja gerne nochmal angucken, da hatte ich auch das gleiche Problem und ich habe da schon gezeigt, wie das auf der Xbox funktioniert. So, jetzt haben aber viele Leute eine PS5 und zocken halt damit und ich konnte es da nicht zeigen und ich habe mir jetzt extra die Mühe gemacht hier und habe meine PS5 aus dem Keller geholt. Ja? Ich sagte so, wie es ist, ich bin froh, wenn ich das Ding gleich wieder in den Keller packen kann, weil wenn ich dieses fette Riesenteil hier schon wieder sehe, da kriege ich schon wieder einen Herpes. Vor allem dahinter sieht man die süße, kleine, schöne Xbox und hier diesen riesen weißen Kasten, Digga. Das sieht einfach nur scheiße aus, Junge. Wenn das sich jetzt schon, ich musste extra in den Keller gehen für dich, ja? Wenn das nicht jetzt schon mal ein Like wert ist, dann weiß ich auch nicht, Junge. Also, wie geht das? Wir gehen mal rüber auf die PS5, Junge. Ich musste erstmal 3000 Updates machen, Digga, und ich find's immer noch, also, es ist ja mega traurig. Ich war jetzt, keine Ahnung, 2 Jahre nicht mehr hier. Du kannst immer noch keine eigenen Hintergrundbilder machen, oder? Das ist ja voll, Bruder, was soll denn das, Digga? Naja, ist auch egal. Also, ihr geht in den PlayStation Store. Dann hier oben einmal da oben auf die Lupe drauf und dann geben wir erstmal das Spiel ein, was wir haben wollen. Test Drive. So, hier tatsächlich ein bisschen auf der erstmal übersichtlicher gemacht als auf der Xbox, weil hier siehst du erstmal nur, dass ein Spiel existiert. Bei Xbox siehst du direkt 1000 Spiele direkt, die alle Test Drive heißen. Also alle Versionen quasi. So, und du hast ja jetzt das Spiel vorbestellt. Das heißt, wenn wir jetzt hier runtergehen, dann hast du jetzt die Version hier auf jeden Fall vorbestellt schon. Und das sollte man jetzt erstmal nochmal sagen, du musst das vorbestellt haben, sonst kannst du die Beta nicht spielen. Also wenn du jetzt die Beta zocken möchtest, vom 13. bis zum 18. August, dann musst du die Gold Edition vorbestellt haben. Und wenn du die zweite Beta spielen willst, die dann vom 27. bis 30. August geht, dann musst du eine der beiden Versionen hier gekauft haben. Entweder die Silver Streets oder die Silver Sharps Edition. Eine von den beiden musst du halt haben. Mit der Standard Edition geht es generell nicht. Und wenn du die Gold Edition hast, kannst du beide Betas mitzocken. Aber wie kriegst du jetzt die Beta? Jetzt hast du vielleicht die Gold Edition gekauft, du hast dir das hier runtergeladen, gehst da drauf und kommst aber nicht rein. Also, was machst du jetzt? Also, wie gesagt, wir haben jetzt in der Suche Test Drive eingegeben, gehen hier drauf und dann gehst du einfach nur auf die drei Punkte hier und dann öffnet sich hier noch ein Fenster und hier gehst du auf Close Beta. So einfach ist es. Also nochmal, hier gehst du nur auf die drei Punkte und dann steht hier Close Beta. Und wenn du jetzt da drauf klickst, dann kommst du erst hier hin und das musst du dann runterladen. Wird auch ein bisschen komisch gemacht, weil wenn ich jetzt hier in dem Standardspiel drin bin, müsste meiner Meinung nach hier unten auch die Close Beta auftauchen. Ist aber leider nicht so, weil da kann man einfach nur die Edition auswählen. Ist ein bisschen komisch gemacht, aber okay, du gehst auf die drei Punkte, dann wählst du Close Beta aus hier, zack, und dann kommst du dahin. So, bei mir steht jetzt hier weitere Infos, weil ich das auf PlayStation nicht gekauft habe. Bei dir sollte da jetzt einfach irgendwie Download oder Installieren stehen oder so. Ich kann jetzt wie gesagt nicht machen, weil jetzt aktuell steht da hier Gold Token, warum auch immer da Token steht. Du musst die Gold Edition aktuell vorbestellt haben, um das zu zocken. Und wie gesagt, in der zweiten Beta vom 27. bis 30. wird das wahrscheinlich hier geupdatet sein. Dann steht da Gold Token oder Silber Token oder so wahrscheinlich. Oder Silberner Token, keine Ahnung. Also so kannst du auf jeden Fall dann das runterladen. Das heißt, du hast dann zweimal Test Drive auf deiner Konsole. So, jetzt kommen wir zur Xbox hier. Wenn du das auf der Xbox vorbestellt hast, egal ob du jetzt die Gold Edition oder die silberne Silver Sharp Street Edition vorbestellt hast, hast du vielleicht gesehen, du kannst die Beta nicht starten und wunderst dich, worum es nicht geht. Genau wie bei PlayStation ist eigentlich genau das gleiche. Erstmal sage ich hier doch mal, wenn du die Beta zwischen dem 13. und 18. August spielen willst, also die VIP-Beta, dann musst du die Gold Edition vorbestellt haben, sonst geht das nicht. Dann gibt es noch die zweite Beta-Phase, die ist vom 27. August bis 30. August und dafür reicht die silberne Edition, also die Silver Street
Streets oder Silver Sharps Edition. Wenn du die Gold Edition hast, kannst du beide Betas mitspielen. So, und wie man schon in meinem Gameplay-Video gesehen hat, wenn du dann das Spiel vorbestellt hast und du möchtest jetzt da drauf gehen, dann steht hier, du bist zu früh. Ich weiß gar nicht, was da bei PlayStation steht, kann ich halt nicht zeigen, weil das habe ich halt nicht gekauft. Aber steht, du bist zu früh. Und wie man hier schon sieht, ich habe zwei Spiele. Einmal Closed Beta und einmal das normale. Das heißt, du musst zweimal das Spiel runterladen. Also, wie geht das jetzt hier bei Xbox? Du gehst hier wieder in den Store rein, Suchbegriff suchen und dann schreibst du rein Test Drive, Drive, so, zack. Und jetzt müssen wir nicht in das normale Spiel reingehen, so wie bei PlayStation. Ist einfach alles anders gemacht, ne? Man könnte, oder geht das hier? Edition? Nein, hier siehst du nur die Edition. Das heißt, hier oben sehen wir es ja schon, da oben, das müssen wir auswählen. Da steht kein Preis dran, da steht nicht vorbestellen, da steht nichts dran. Nur Spielanzeigen steht dabei. Und das hier ist die Closed Beta. Also man sieht, das hier habe ich vorbestellt und auch schon im Besitz und ist runtergeladen. Kann man aber nicht spielen, denn du musst das hier runterladen. Dann gehst du hier drauf und ich habe es jetzt schon installiert, deswegen, ne, normalerweise würde jetzt hier stehen, in grün irgendwie installieren oder so. Das musst du dann runterladen, sind nochmal 40 GB und dann kannst du, oder dann hast du hier in deinem Hauptmenü zweimal das gleiche Spiel. Einmal Closed Beta, einmal normal. Und wenn du jetzt hier drauf gehst, dann kannst du auch das Spiel spielen, also die Beta spielen. Ist ein bisschen komisch gemacht, ich hätte das anders gelöst, ich hätte das so gemacht, du lädst das Spiel runter und wer Gold Edition hat, der kommt rein, alle anderen kommen nicht rein, aber okay, ist wie ist, ne? So, das war es eigentlich mit dem Hauptvideo, was ich eigentlich machen wollte, aber dann kam mir noch eine Idee, okay, man könnte das ja mal sagen, aber alles, was ich jetzt sage, das machst du auf eigene Verantwortung, damit habe ich da nichts zu tun, dann am Ende des Tages, ne? Erstmal, es ist natürlich ein bisschen blöd, du musst, wenn du jetzt die Beta zocken willst, und zwar kann man sogar jetzt eine ganze Woche die Beta spielen, bis Sonntag noch, also vom 13. bis zum 18. August. Und wenn du diese Beta spielen möchtest, musst du leider 90 Euro bezahlen, denn du musst die Gold Edition kaufen oder vorbestellen. Sonst kannst du diese Beta nicht machen. Wenn du die andere Beta spielen möchtest, die zweite Beta, die ist vom 27. bis 30. August, dann musst du die Silver Edition gekauft haben. Entweder Silver Sharks, meine Güte, Silver Sharps und Silver Streets. Eins von beiden, ist egal welche. Oder auch die Gold Edition. Wenn du Gold hast, kannst du halt, wie gesagt, beide Betas mitspielen. Wenn du die Standard Edition gekauft hast, dann kannst du halt gar keine Beta mitspielen. Also, wie kannst du jetzt kostenlos die Beta spielen, ohne dafür Geld zu bezahlen? Ja, eigentlich gar nicht. Und ich sag dir zwar, wie du es eigentlich machen kannst, ich empfehle das aber ausdrücklich nicht. Und wenn das am Ende des Tages dann nicht funktioniert, was ich dir jetzt gleich sage, dann ist das dein Pech, okay? Muss jeder selber entscheiden, ob das machen möchte oder nicht. Und ich zeig dir das jetzt anhand von der PS5, ist aber bei Xbox im Prinzip dann das gleiche. So, dann gehen wir wieder auf Test Drive und dann musst du ja, jetzt musst du dich vielleicht entscheiden, ne, welche Beta willst du spielen. Entweder willst du jetzt schon direkt die Beta spielen, dann musst du die Gold Edition haben, oder du willst nur die kurze Beta spielen vom 27. bis zum 30. Dann musst du halt eine der beiden Versionen haben. Es geht nicht mit der Standardversion, nochmal, es geht nicht. Also, sagen wir mal, du willst jetzt beide machen, dann musst du halt hier die Gold Edition haben. Du musst die Gold Edition kaufen, sonst geht das nicht. Es führt keinen Weg dran, da vorbei erstmal zu bezahlen. Aber am Ende des Tages kann es trotzdem kostenlos sein. Also, wir gehen jetzt hier drauf. Und dann sagen die jetzt schon mal hier direkt was von Widerrufsrecht. So, wir gehen erstmal weiter, akzeptieren. So. Und jetzt kommen wir nämlich auch zu dem Punkt, das Spiel ist ja noch nicht veröffentlicht. Wenn du die Gold Edition hast, kannst du ja ein paar Tage eher zocken, wie man hier sieht. Ne, da kannst du am 5.9. schon zocken. Können wir mal kurz zu der anderen Edition gucken. Silberne. Da kannst du erst am 10.9. zocken, genauso wie mit der Standard Edition. Das heißt, du bestellst ja nur ein Spiel vor. Du musst es zwar jetzt bezahlen, du bestellst es aber nur vor. Und davon kannst du wieder vom Kauf zurücktreten. Ja? Du kannst also wieder so gesehen stornieren, bevor, und das ist das Wichtigste, bevor das Spiel veröffentlicht wurde, musst du das wieder stornieren. Und dann kriegst du es so gesehen kostenlos. Und die schreiben das hier bei Sony, deswegen zeigt das hier auf der PS5, weil bei Xbox sieht man es, glaube ich, nicht so eindeutig. Hier kann man es sehr gut sehen. Ich lese das mal kurz vor hier. Ich kann meine Vorbestellung vor der Veröffentlichung des Hauptprodukts widerrufen. Das heißt, du kaufst das jetzt für 90 Euro oder halt eben die andere Edition. Dann kannst du die Beta runterladen, kannst die Beta spielen und dann stornierst du das wieder und kriegst dein Geld zurück. Das heißt aber, und das ist ja das Blöde daran, du musst dich an den Support wenden, muss mit denen Kontakt aufnehmen und so weiter und so fort. Ich werde es jetzt nicht machen, weil ich habe das sowieso auf Xbox gekauft, weil ich sagte, ich hätte keinen Bock, mich in dem Support auseinanderzusetzen und am Ende des Tages haben die keinen Bock, mir das Geld zurückzugeben, obwohl sie eigentlich müssen. Also muss jeder auf eigene Gefahr machen, dann sage ich dir so, wie es ist. Aber du kannst vor der Veröffentlichung widerrufen. Also grob gesagt, du kannst es innerhalb von 14 Tagen stornieren. Ne? Du kaufst es jetzt, du hast 14 Tage Zeit zum Stornieren oder wenn du es einfach haben willst, spiel die Beta und stornier das dann direkt. Wenn du keinen Bock mehr auf Beta hast oder die abgelaufen ist, dann direkt stornieren. Die erklären das jetzt hier, wenn man das sehr kurzfristig macht. Ne? Das heißt, wenn ich die Vorbestellung weniger als 14 Tage vor dem Erscheinungsdatum
aufgegeben habe, kann ich sie bis spätestens 14 Tage nach dem Zeitpunkt meiner Vorbestellung widerrufen. Das heißt, sagen wir mal, es ist jetzt nur 7 Tage bis zum Release und du kaufst das jetzt und willst dann aber wieder stornieren, dann geht das noch. Und zwar ab dem Tag, wo du es gekauft hast, 14 Tage lang. Auch wenn das schon released wurde. Aber nur, wenn du das Original-Hauptspiel noch nie gespielt hast. Denn hier steht ja auch, sofern ich mit dem Herunterladen oder Streamen des Hauptprodukts nicht begonnen habe. Der Download vom Spiel wird vielleicht sogar einen Tag vor Release sein. Aber das Gute ist ja, die letzte Beta ist sowieso 27. bis 30. August. Das heißt, spielst du bis zum 30. August die Beta und stornierst das dann, bist du immer safe. Okay? Allerdings muss man immer auf die 14 Tage drauf achten, ne? Guck mal, jetzt bei mir heute ist der 15. August. Der letzte Tag der Beta ist aber am 30. August und das sind 15 Tage. Wenn ich also jetzt bestelle und am 30. noch spiele, dann habe ich schon wieder Pech gehabt, ne? Also um es alles komplett safe zu machen, bestellst du am 17. August und dann kann gar nichts passieren. Wenn du am 17. August bestellst, dann ist die letzte Beta in 13 Tagen zu Ende und innerhalb von 14 Tagen kannst du wieder rufen. Also, wenn du am 17. bestellst, dann kannst du alle Betas durchzocken, dann stornieren, dann hast du gar keine Probleme, ne? Aber ich sag so, wie es ist zwar dein Recht und da steht auch hier und blabliblub, aber was da mit dem Support am Ende des Tages ist, ist schwierig, aber na, rein theoretisch kann da eigentlich gar nichts passieren, weil es ist halt dein Recht. Du kannst 14 Tage lang alles stornieren, wenn du das online gekauft hast, ne? Und wie gesagt, das Gute ist ja, die Beta, die letzte geht nur bis zum 30., also kannst du gar nicht irgendwie das Hauptspiel zu Release gezockt haben und dann, ne, gefailt haben oder so. Also könnt ihr machen, bei Xbox ist übrigens genau das Gleiche, ne? Da kannst du das genauso machen, auch genauso, wie ich es jetzt hier gesagt habe, 14 Tage. Nur man muss sich dann halt immer an den Support wenden und ich sagte, was ist, ich hätte da keine Nerven für und keinen Bock drauf. Dann müsst ihr selber entscheiden, ob ihr das Risiko da eingehen wollt. Aber ich will nicht verantwortlich sein dafür, wenn das am Ende des Tages dann nicht funktioniert. Ne? Ich sagte, was ist, ich hätte ein bisschen Bock, das auszuprobieren einfach. Aber ich habe keine Kohle dafür, wenn es am Ende des Tages doch nicht funktioniert. Also, ja, das war's mit dem Video hier. Wir sehen uns dann im nächsten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken und schreibt gerne mal eure Erfahrungen zu der Beta rein, wenn ihr es gemacht habt. Und ja, Leute, macht's gut, haut rein, euer Zocker. Ciao, ciao. Yeah.